Alexander Walzel ist Social Media Star. Besser bekannt unter Aquamarin zählt er zu den erfolgreichsten YouTubern Österreichs. Vor 8 Jahren landete sein erstes Video im Netz. Heute folgen ihm über 126.000 Follower. Aquamarin produziert Videos, designt seine eigene Modelinie und singt auch noch. Zu hören im Kinofilm The Greatest Showman mit Hugh Jackman. Aquamarin, ab sofort zu sehen auf LT1. Es ist gerade Kamera auf Kamera, denn ich habe gerade das LT1-Team bei mir. Hi, Aquamarin ist wieder zurück mit den verrücktesten und schrägsten Trends aus dem World Wide Web. Und glaubt mir, die Trends, die ich heute vorstellen werde, sind sehr speziell. Und zwar nennt sich der erste verrückte Trend ASMR. Autonomous Sensory Meridian Response oder kurz ASMR bezeichnet die Erfahrung eines statisch ähnlichen oder kribbelnden Gefühls auf der Haut, das typischerweise auf der Kopfhaut beginnt und sich entlang des Nackens oder der oberen Wirbelsäule bewegt. Dieses Gefühl wird als beruhigend und angenehm empfunden und häufig durch akustische, visuelle und taktile Sinnesreize ausgelöst. Typische Trigger dabei sind bestimmte Geräusche, wie zum Beispiel das Reiben von Händen oder Lippengeräusche. Ich habe das Ganze auch schon mal ausprobiert und habe zum Beispiel meine Hasskommentare, die ich auf YouTube bekomme, im ASMR-Stil vorgelesen und konnte mich dabei selbst nicht wirklich ernst nehmen. Man musste dabei auch sehr, sehr viel lachen. Das sah so aus. Die Stimme ist einfach nicht überzeugend. Als Traumschiff-Surprise synchron würde er gerade noch so reichen. Ösi-Homo-Diva-Akzent. Diese Geräusche und vor allem das Flüstern wirken anscheinend beruhigend. Unter anderem kann aber auch das Kneten von Slime diesen Effekt auslösen. Und wenn wir schon über eigenartige Geräusche reden, beim Essen macht der eine oder andere von uns auch einige Geräusche und das führt mich zum nächsten Trend und zwar Mukbang. Mukbang ist ein Internet-Videotrend aus Südkorea. Dabei verzehren Menschen verschieden große Portionen an Essen und filmen sich dabei. Wollen wir uns, bleacht ihr euch die Zähne? Mhm. Oder auch was anderes? Ich habe mir das letzte Mal die Zähne vor. Übrigens, wenn ich schmatze, tut mir leid, das ist eine schlechte Angewohnheit. Also angenommen, ich möchte nicht alleine essen. Und ich setze mich an meinen Tisch und stelle mir ein Tablet oder ein iPhone oder einen Laptop auf, öffne ein sogenanntes Mukbang-Video und bin somit nicht mehr alleine beim Essen, weil ich quasi jemanden gegenüber sitzen habe, auch wenn es nur virtuell ist, der mit mir gerade zu Abend isst oder Mittag isst oder frühstückt. Also wow. Da gibt es natürlich auch die Liebhaber, die dann die Geräuschkulisse beim Essen sehr, sehr gern haben. Das kann dann teilweise so enden. Da esse ich dann doch lieber alleine. Geräusche beim Slime-Kneten oder beim Essen. Hier geht es jetzt auf jeden Fall nicht flüsternd weiter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Until then, bye.